Man braucht gar keine Rinder züchten, wenn man die so einfangen kann. Dann lohnt sich das ganze Züchten nicht mal. Einen schönen guten Tag, ein herzliches Willkommen und Hallo. Ich pegel mal wieder aus. Moment, ich habe heute eine andere Musikquelle drin. Ja, nee, das war jetzt Mute. Probieren wir es mal ein bisschen leiser. So. Ich hoffe, es passt so. Hier sind wir auf der Farm. Wir haben einen anderen Shader. Wir haben jetzt den Zeus-Dingenskirchens. Back to game. Und wir haben oben eine Minimap. Das habe ich mir auch noch gegönnt. Und jetzt geht's auch schon los. Der Weizen gedeiht. So, da brauchen wir noch mehr von. Ein Portal haben wir da auch noch kleben. So, und ich hatte ja irgendwann mal erzählt, wir haben Hunde, haben wir natürlich nicht. Die sind natürlich sofort despawned. Meh. You can only sleep at night. Meh. Dann warten wir mal, bis Nacht wird. Aber schaut doch mal hier draußen mit dem Zeus. Das sieht doch auch schön aus. Bisschen überblendet vielleicht. Der ist ein bisschen heller als die anderen. Und die Sonne steht noch hoch am Himmel. Jetzt auch kein Blödsinn drin hier mit Unschärfe, oder? Haben wir Unschärfe-Blödsinn drin? Nee, haben wir nicht. Das ist gut. So, da kann man nämlich auch rein in unsere Keminate. So, weil die Weil. Was wollen wir denn tun? Wir wollen Seeds sammeln für mehr Weizen. Das wollen wir noch tun. Wir haben ja beim letzten Mal rausgefunden, dass wir das Ganze hier auf Peaceful hatten. Dadurch gab es keine Viecher zum Töten. Und das ist jetzt auch korrigiert. Also es gibt jetzt Viecher, die man töten kann. Und ich hoffe, die Musik ist ganz nett. Es handelt sich um, oh mein Gott, wie heißt der Typ? Fel Cervantes. Man soll ihn huldigen, würdigen, wenn man seine Musik da abspielt. Das machen wir hiermit. Fühlen Sie sich genannt und gewürdigt und gehuldigt. Aufnahmequalität an sich ist noch okay. Wir sind immer noch bei 720p mit 60 Frames. Ich weiß nicht, ob YouTube das inzwischen auch erkennt oder ob man das speziell freischalten muss. Da habe ich keine Ahnung von. Müssen wir dann nochmal gucken, ob das dann wirklich so ist. Habe ich jetzt noch nicht kontrolliert. Ich glaube, bis jetzt ist noch nicht so wirklich so. Aber naja, wird ja alles so mit der Zeit und so. So, und jetzt hauen wir hier erstmal das Gras kaputt. In der Hoffnung, wir kriegen noch ein paar Seeds für unsere Farm. Da, einmal Seeds. Drop Rate ist okay. Könnte besser sein, aber das kannst du ja immer. Ah, oh, Schneebälle. Siehst du, wir könnten uns auch so ein Schneevieh machen. Was die machen, weiß ich sowieso nicht. Aber könnten wir tun, wenn wir wollen. Ja, ein bisschen Schnee mit. Kann nicht schaden. So. So. Ganzen Schnee mitnehmen. So. Hauen wir ja auch immer wieder Löcher in die Erde, weil es ja so schön ist und doch manchmal schnell geht. Und das, ich höre einen Zombie. Das ist ja praktisch. Das Inventar ist schon voll. So, was können wir wegschmeißen? Ein Ei haben wir, zwei Federn. Das Ei nehmen wir jetzt mal. So. Putz, kein Huhn draus geworden. So, und wir nehmen den Schnee noch mit. Es wird ja schon wieder dunkel. Sollten wir besser nach Hause gehen. Der Ton ist jetzt nicht so prall gerade, ne? Naja, was soll's. Gönnt sich jetzt sonst nichts. So.
Gucken wir hier wieder raus und wir haben ja ein paar Seeds. Ein paar Seeds mehr. Können wir denn jetzt hier auch gleich einsetzen? Schneepass packen wir in die Kiste. So, drei Seeds immerhin. Es wird ja langsam, es wächst ja langsam. Es wächst und gedeiht so vor sich hin. So, können wir hier den Schnee hinmachen. Und den Sand. Sand haben wir auch schon. Dann Kohle haben wir auch 17 neue. Das ist gut. Sand. 14 Eier haben wir da noch. Siehst du, wir können ja Hühner vermehren. So, super. Drei neue Hühnchen. Ist doch cool. So, warte mal. Das Portal sollten wir eher da hinten setzen. Da oben. Weil Schafe springen nicht so viel. Dann haben wir jede Menge. So, was wollte ich noch erzählen? Hunde sind nicht mehr da, die sind despawned. Das hatte ich, glaube ich, schon. Ja, das hatte ich eben gerade schon erzählt. Federn. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was ich wie einstellen muss. Wahrscheinlich sollte ich die Lautstärke hier runter regeln vom... von den Kopfhörern. Nee, da. Das ändert jetzt hier nichts, genau. So. Kopfhörer-Lautstärke runter. Dann kann ich es nämlich insgesamt lauter machen und kann im Rechner wiederum leiser machen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. So, damit halten wir das auch. Ah, wir haben hier Eisen. Praktisch. Nichts mehr drin. Hier ist noch Kohle. Ja, ey, hauen wir gleich mal ein Stack Sand rein. Glas brauchen wir eh bald. So, weil. Genau, weil hier hinten wollen wir ja dann noch ausbauen zum See hin. Können wir gleich mal mit anfangen. Ah ne, wir wollten Gras holen. Wir wollten Gras, warte, da geht's hoch. Wir wollten Gras holen, also machen wir das jetzt auch. Zack. Gut's Nächtle. So. Aber so ein bisschen upgraded Mods technisch haben wir ja auch schon. Ach, wieder ein schöner Tag. Hier bei uns in Entenhausen. Quark, quark. Planscht ein Hühnchen. Schon wieder drei. Da planscht ein Skelett. Ja. Ja. Da drüben. Da gibt es noch mehr zu holen. Noch mehr Gras. Das heißt Seeds, das wiederum heißt Rinderzucht. Und Rinderzucht heißt später Verzauberung. Da müssen wir ja erstmal Diamanten finden und so weiter. Also wir müssen ja noch ein bisschen Strip Mine und den ganzen Blödsinn. Und ich habe mich jetzt übrigens dagegen entschieden, wie man schon merkt, irgendwie offline voraufzunehmen. Weil irgendwie ist es auch blöd in der Offline-Aufnehmerei. Finde ich. Außerdem habe ich dafür gar... Also die Zeit, die ich jetzt aufnehme, habe ich auch wirklich nur. Das ist es ja, ne? Vorher war es immer so, da hat man aufgenommen und dachte sich, ach, jetzt hast du ja eigentlich noch eine Stunde Zeit. Willst auch weiterspielen, weil hast gerade Bock drauf, aber kannst ja jetzt nicht irgendwie 50 Folgen vorproduzieren. Also habe ich dann gut und gerne auch mal irgendwas aufgenommen. Also irgendwas nicht aufgenommen und so weitergespielt, aber... Inzwischen ist die Zeit so ein rares Gut geworden, dass wir uns das mit der Voraufnehmerei echt schenken können, weil ich habe dafür einfach mal schlicht und ergreifend keine Zeit mehr.
Ist ein bisschen schade. Ich finde es persönlich jedenfalls schade. Weil dann müsstet ihr nicht all den Rotz euch angucken. Aber vielleicht macht es ja dem einen oder anderen auch Freude, sich das anzugucken. Sich das Monotone, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das, dabei ranzuziehen. Aber ja, außerdem, ich habe meinen ersten YouTube-Kommentar geschrieben unter ein anderes Video. Ja, ich bin so ein Held. Leider war ich zu spät dran, sodass ihn keiner mehr wirklich gelesen hat. Ich hätte, als das Video rauskam, gleich was schreiben müssen, damit ich da die Diskussion auf mich ziehe. Weil es ging in einem Video von Zombie um die letzte Folge Ausgabe des ZDF Neo Magazins Royal. Wer es noch nicht gesehen hat, den empfehle ich. Also zumindest Eier aus Stahl kann man sich geben. Der Rest weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich persönliche Geschmackssache, aber Eier aus Stahl ist super. Eine super schöne Zusammenfassung der aktuellen YouTube-Landschaft wurde da abgegeben, wie das dann jetzt alles zusammenhängt und so weiter. Ist ein bisschen platt aufgezogen, ist halt unter dem großen Deckmantel, ist jetzt auch falsch, aber unter dem großen Sinnzusammenhang Satire zu sehen. Also deswegen ist es halt auch entsprechend aufbereitet und dargestellt. Aber leider, wie immer, ne, auch wenn es ganz lustig ist und wir uns alle total totlachen, ein bisschen Fünkchen Wahrheit ist halt immer dabei. Och, ist ja hier auch ein sehr schönes Biom eigentlich. So, auf jeden Fall, ja, weiß ich auch nicht. Also, war halt sehr spannend, so wie denn da jetzt gerade auf YouTube ordentlich Kohle verdient wird und um was es eigentlich geht. Also nach Darstellung der Satire natürlich nur um den Portemonnaie-Inhalt 13-jähriger Jugendlicher und Jugendlicherinnen. Auch schön auscharakterisiert die einzelnen Charaktere, die wir gerade auf YouTube haben. Jetzt auch ganz nett. Also ja, mich hat die ganze Sendung natürlich, aber vor allem dieser Part der Sendung sehr amüsiert und unterhalten. Deswegen konnte ich da auch meine Klappe nicht so wirklich halten, musste dazu auch was sagen. Und ja, wäre interessant, wie ihr das seht. Also können wir hier die Diskussion mal weiterführen. Och, ist das ein schöner Shader-Bug gewesen. Da hinten ist ein Schwein. Na, und ein Dschungel. Ja, außerdem habe ich gesehen, in der Minecraft-Version, die ich jetzt hier einsetze, kann man ja auch Custom-Biome machen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumprobiert damit. Also vielleicht laufen dann bald zwei Let's Plays nebeneinander, was die Folgenzeit, also die Zeit pro Folge natürlich verkürzt ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich dann pro Folge nur noch 5 Minuten Zeit, damit ich dann zwei parallel laufen lassen kann. Nein, also so schlimm wird es hoffentlich nicht, aber schauen wir mal. Man braucht gar keine Rinder züchten, wenn man die so einfangen kann. Dann lohnt sich das ganze Züchten nicht mal. So. Aber wir nehmen noch ein bisschen Seeds mit. Weil wir wollen ja nicht immer hier blöd durch die Gegend laufen und Rinder fangen, ne? Oder Seeds abbauen. Das ist ja jetzt auch auf lange Sicht nicht so ganz das Richtige. Jetzt sind hier natürlich auch wieder am Schafgehege. Weil man ja vorher nicht weiß, was man findet. Ah, man findet ein Schaf. Na, siehst du mal. Hallo, Schaf. Tschüss, Schaf. So. 28 Seeds schon. Das ist gut. Das sieht mir nach einem guten Fundament aus, auf dem wir jetzt weiter aufbauen können. Unsere Zucht da. Unsere kleine Farm im Keller. Diesmal nehme ich wirklich auf. Ah, siehste, das ist ja auch noch passiert. Ich habe mich ja vielleicht was geärgert. Ich dachte mir so, Mann, nimmst du mal wieder eine Folge Banished auf und war total euphorisch und habe dann gleich, wie lange habe ich aufgenommen? 1,5 Stunden, glaube ich, waren es in Summe. Und was ist passiert? Ich habe statt bei Orbs hier, benutze aktuell die Open Broadcaster Software, also Open stehe ich ja sowieso immer drauf. Und das Ding ist auch echt gut zum Aufnehmen. Also macht ganz vernünftige Qualität, kann man mit leben. Na, bleibst du hier?
So, jetzt haben wir es. Jedenfalls drück statt auf dem Aufnahmeknopf, drücke ich auf Vorschau. Und mir fällt es nicht auf. Ich nehme anderthalb Stunden auf und mir fällt es nicht auf. Anderthalb Stunden labere ich hier mit mir selbst. Na gut, ist jetzt im Unterschied zu jetzt, ist ja nur die Aufnahme. Aber ich habe mich vielleicht was geärgert. Also wirklich, ich habe mich geärgert, wie ich schwarz wurde. Nee, stimmt auch nicht, aber naja. Auf jeden Fall war es nicht so ganz der tolle Plan. Ja, der Plan war schon super, aber die Ausführung war halt echt freudig. Was? Ach, fuck. Schnell an die Wand. So.